So, wo geht's denn weiter hier? Auf den Betoninseln. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Fortschritt hier machen. Plump. Okay. Springen wir da einfach rein. Springen einfach rein. Ein Wasserball. Oh nein, jetzt ist er weg. Oh mein Gott, bist du süß. Warum sind manche Gegner so niedlich, dass man sie nicht töten möchte? Ich finde das conflicting und ungerecht. Ja, ich möchte das nur mal festhalten. Bei den kleinen Beasties schon. Aber also, wie süß war denn bitte dieser kleine Tintenfisch? Wieso siehst du aus wie eine... Pepperoni ist das Wort, das ich suche. Nanu? Ein Splitter. Dann brauchen wir wohl 5 Stück davon. Schaffst du das, Kirby? Oh Gott, au. What the fuck? Ach, das geht auch nur einmal. Okay. Das ist die Kamikaze-Attacke anscheinend. Bro. Oh Mann, ich wollte sie alle auf einmal erledigen. Hat aber nicht geklappt. Na gut, man kann nicht immer gewinnen. Dafür haben wir Stück Nummer 3. Eigentlich hätte der jetzt auch in mein Gesicht explodieren müssen. Warte, das war schon Stück Nummer 5. Okay, dann habe ich eins offensichtlich nicht mitbekommen. Auch gut. Aber war da drüben nicht noch was? Da drüben war doch noch was. Oder nicht? Oder nicht, oder doch? Anscheinend nicht. Na gut. Aber gut, dass wir nachgesehen haben. Hat eigentlich irgendeiner von euch Scarlet Nexus gespielt? Ich überlege, ob ich mir das holen soll. Ja, ich weiß, es ist im Game Pass. Aber ich würde es irgendwie lieber auf der PlayStation spielen. Wally! Man nicht kaputt machen? Oh, da sind wieder so Nüsse. Muss ich wieder Nüsse kaputt machen? Ah, diesmal nicht. Diesmal anscheinend nicht. Oh, die kann ich bestimmt essen, oder? Nein. Nein, 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 nein. Mit dem Maulwurfen. Ach, oh. So, jetzt können wir auch buddeln. Ich kann nicht unter Wasser buddeln. Das heißt, ich muss irgendwie das Wasser ablassen. Das geht. Oder von oben buddeln. Nee. Aber das glitzert so. Ich will das haben. Immer dieser Gaming-Stress, ich kenne das. Ah, man muss einfach alle kaputt machen. Ein Zelda-Rätsel. Ja, nice. Ich habe ja auch eigentlich gedacht, so ja, mit Pandemie und allem wird mein Backlog endlich mal kürzer. Mm-mm. Das Gefühl ist einfach noch länger geworden. Ich fühle mich gescammt, so. So ein bisschen. Aber naja, kommt Zeit, kommt Rat.
Der Maulwurfen. Macht Sascha Grammel eigentlich noch Dinge? War das Sascha Grammel? Ich glaube schon. Wobei meine Lieblingsfigur von Sascha Grammel ist, glaube ich, die Schildkröte. Und gar nicht der Maulwurfen. So, aber irgendwie haben wir bisher... Okay, das war eins. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben bisher noch gar nicht so aufgabenmäßig irgendwie Dinge gerissen. Willst du ein Buddelbattle? Was haben? Ich mag ja so Buddel-Abilities. Das sollten viel mehr Spiele haben. Das fand ich auch so cool. In Minish Cap hatte man ja auch so Grabehandschuhe. Konnte Long auch buddeln. Das war eigentlich ganz cool. Jetzt haben sie den Skyward Sword auch, glaube ich, nochmal aufbuddeln. Und dann nie mehr. Aber Breath of the Wild 2 hat ja auch so eine Buddelmechanik angeteased. Ey, Juni kann gar nicht schnell genug kommen, ne? Ich meine, eigentlich, wie gesagt, der Pfeil ist so groß. Ich bräuchte nie mehr neue Spiele so. Aber Bock habe ich halt schon. Ach, das war René Marek, verdammt. Ich verwechsel die beiden immer. René Marek und Sascha Grammel verwechsel ich immer. Sie sind für mich eine Person. Ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen, wieso. Asche auf mein Haupt, aua. Wie soll ich dich denn sonst besiegen? So anscheinend. Und das letzte Stück. Nice. Mirapantje, Rapantje. Das waren noch Zeiten. Autsch. Wenn man denkt, der Gegner ist schon hinüber. Und dann schubst er doch nochmal. Frech. Einfach frech. Ja, guck mal, ist voll unlogisch, dass das Wasser so klar ist. Ich meine, das ist ja so eine Fabrikanlage. Eine stillgelegte zwar, aber trotzdem. Das macht keinen Sinn. Bei Kirby ist selbst die Dystopie noch wundervoll. Ich weiß Bescheid. Ah, oh, Kalle! Ja, Kalle war mega. War Kalle nicht eigentlich einfach nur so ein Putzlappen? Der gute Eisbärmann. Ey, die halten aber auch echt viel aus, ne? Doch Elden Kirby. Kinder, es ist doch Elden Kirby, Mann. So. Vorsicht. Oh, ich kann gar nicht unendlich unter Wasser. In der Erde bleiben, meine ich. Oh nein. Wollte ich hier hin? Ich glaube, ich wollte hier hin. Oh oh. Drück immer Y, ich weiß nicht wie. Jetzt wird gerollt. Oh Gott, das ist verstört. Oh Gott, warum? Oh. Und dann war er platt. Also, sie haben nicht übertrieben, als sie sagten, es wäre Kirbys wildestes Abenteuer. Und wir haben tatsächlich einen verpasst. Guck mal, das klärt aber die Frage, die ich mir vorhin gestellt habe. Das war alles Absicht. Ich habe den absichtlich vergessen. Damit wir diese Frage klären können. Haben wir unterwegs einfach einen vergessen. Ist jetzt natürlich blöd. Der arme Waddle Dee ist jetzt ganz alleine und hat Angst. Das
soll man da machen? Erstmal die Maxi-Tomate ausgraben. Also, wir haben einen Seevogel verkackt, einen vergessen und eine Aufgabe, die nicht näher spezifiziert ist, vergessen. Also, First Try, die Level ist schon knackig. Machen wir sie halt Second Try. Oh Gott, wie süß mit dem kleinen Visier. Erreiche die Insel der Schätze. Okay. Also ich nehme auch mal an, die sind schon in der Reihenfolge, in der sie erscheinen. Habt ihr eine Schatzinsel gesehen, Chat? Auto! Bomben-Kirby. Halte den Knopf gedrückt, um zu zielen und zu werfen. Halten, zielen, werfen. Einfacher geht es nicht. Du kannst Bomben auch beim Laufen werfen oder sie in Gegner kegeln. Kirby, der kleine Terrorist. Plump. Beim nächsten Mal wird also geklettert. Ah, guck. Wusste doch, dass das so ein Schatzdings ist. Na gut, dann grüßen wir sie, Vögel, gucken nach der Schatzinsel. Versuchen den letzten Waddle Dee zu finden. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich alles im selben Screen, aber es ging einfach sehr viel ab da. Seevögel. Ach, du einfach, oder was? Komm, als ob ich in den nicht reingeschwommen wäre eben. Kann ich das glauben? Weiß ich ja nicht, du. Eine Schatzinsel. Der habe ich halt so gar keinen Plan. Sie mich verfolgen, Mann. Wollen aber wirklich gerne meinen Tod. So. Also ich meine, die mit den Maulwurfen ist es ja nicht. Auch wenn ich die sehr schatzinselig fand eigentlich. Wie haben sie es nochmal gewordet? Erreiche die Insel der Schätze. Okay, dann fühle ich mich ein bisschen besser, wenn andere das auch verpasst haben. Es passiert halt so viel. Ich weiß gar nicht, wo du hingucken sollst. Das ist so toll. Das ist auch maximal reizüberflutend manchmal. Weil so viele coole Sachen passieren. Sollten hier nicht eigentlich noch Möwen rumfliegen? Erstmal eine Kapsel. Da ist sie. So, Möwe Nummer 2. Ich bin ja am Anfang auch extra noch so rumgeschwommen hier. Hätte ich wohl mal beibehalten sollen. Aber wäre auch komisch, wenn die Verstecke nicht kniffliger werden würden. Mal mit. Na, ah. Da bin ich einfach drunter gerutscht. Kann ich hier rüber? Kann ich nicht. Aber ich glaube, am meisten Sorgen macht mir der letzte versteckte Waddle Dee. Aber der ist vielleicht auf der Insel. Du weißt doch auch, wo es ist.
ist das doch kein Ding. Doch da hinten, ja. Dann okay. Holen wir uns erstmal das letzte Stück. Aber komme ich da hinten an die Insel? Ist da überhaupt dran? Sie können ja nicht das hier meinen. So. Ich komme ja nicht hier rüber. Also müssen sie ja eigentlich die Insel da hinten meinen, aber ist das nicht... Kirby. Ist das nicht die Insel, wo wir jetzt sowieso gleich hinfliegen? Also wieder? Weil die ist mir vorhin schon auch aufgefallen. Ich meine, wie könnte sie nicht mit der riesigen Schatzkiste? So, erstmal die letzte Möwe holen. Weiter rechts. Ich kann hier nicht rausschwimmen. Ich würde vermuten, dass ich aus dem nächsten Gebiet da runterlaufen muss, weil ich glaube, hier kommen wir da nicht lang. Ich bin ja hier eingekesselt in der Fabrik quasi. Ja? Kabel unter Wasser. Kirby kann doch nicht tauchen. Ich auf der anderen Seite. Ach, warte, da. Das ist aber... Uff. Im Ernst? Hier kann... Oh, boy. Ja, okay, man sieht es ein bisschen hier mit dem Weg. Ah, das ist ja mies. Weil da denkst du halt wirklich so, ja, okay. Fliegst ja dann mit dem Stern weiter und kannst dann da runterlaufen. Das ist ja mies. Danke, Kisu. Da wäre ich, glaube ich, noch fünfmal dran vorbeigelaufen. So. Dafür erstmal auf dem Liegestuhl sitzen. Und du kommst ja nicht mehr zurück. Das ist ja das Miese. Du kommst ja, wenn du einmal zu weit bist, nicht mehr zurück. Clever. Also die Verstecke werden jetzt echt clever, Mann. Krass. Aber ja, wir fliegen, glaube ich, gleich in eine andere Richtung weg, ne? Du musst doch echt den Hintergrund und alles immer mega aufmerksam im Auge behalten. Ja, aber wir fliegen jetzt einfach weg. Und dann waren wir hier und dann hatte ich sie aus meinem Gedächtnis direkt wieder gelöscht. Das ist mir beim Vorbeilaufen schon aufgefallen. Aber ich dachte so, ja, da komme ich bestimmt noch hin. Kamen wir aber nicht. Oh, warte, ich sollte die Stücke einsammeln. Das ist ja ein kleiner Lümmelmann, der Kirby. Aber 100% kriegst du halt auch nicht geschenkt. Da musst du schon was für tun. Au. Nein. Mein Buddel. Auch ein neues Buddel. Wobei ich echt nicht versprechen kann, dass wir 100% machen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber wir versuchen es, solange es geht. Bumm. Nein, ich habe irgendwo ein Stück vergessen. Wahrscheinlich hier. Nein. Das ist das, wenn man so schnell durchläuft. Hier. Manchmal ist es dann doch zu schnell. Siehst du, und das meine ich, wenn ich sage, dass ich nicht die Konzentration für Speedruns habe. Also was musst du dir ja dann immer merken und wissen? Das ist schon wild. So, jetzt haben wir aber alles. Oh ja. Ich wünschte, die drei Waddle-Dees, die wir gerettet haben, würden jetzt mit mir tanzen. Das taten sie aber nicht.
Was für ein wildes Level. Aber das war cool. Ich liebe die Welt. Ich mag ja so Wassersachen eh voll gern. Sir Kibble. Eigentlich auch noch so Billometer, nein. Wobei, die Goldfarbe war wahrscheinlich nicht billig. High Class Meta Knight. Und da sind auch die letzten drei. Perfekt.